Moin, ich bin Max von Fink. Wir stehen hier vom Metropolis Kino, weil hier heute die Premiere vom Dokumentarfilm Homs und ich läuft. Und wir treffen uns zu einem Interview mit dem Regisseur Suleymane Tatmori und reden ein bisschen über die Entstehung, die Produktion und seine Zeit in Syrien. Suleymane Tatmori, schön, dass du da bist. Danke. Dein Film Homs und ich feiert heute Premiere. Wie geht's dir? Gut, voll aufgeregt, man sieht das doch. Ich freue mich voll, dass der Film Premiere auf dem Filmfest Hamburg hat, aber ich bin einfach nur aufgeregt jetzt, also logisch. Ja. Ich bin 23 Jahre alt und führe, glaube ich, ein ziemlich privilegiertes Leben. Als du 23 warst, hat Assads Truppen haben deine Heimatstadt Homs umstellt. Du warst 2 Jahre lang eingeschlossen und hast entschieden, das muss irgendwie festgehalten werden. So, wann kam dir der Gedanke, ey, das muss irgendwie an die Außenwelt getragen werden, was hier in Syrien abgeht? Ich war vorher in Libanon, war ich Student, habe ich Regie studiert. Und als die Revolution in Syrien begonnen hat, dachte ich, ich gehe nach Syrien zurück, 2, 3 Monate. Ich musste einfach eine Rolle da spielen. Ich wollte einfach die Menschen da helfen. Und als Regisseur, wie ich helfen kann, ich dachte, ich kann einfach die Welt zeigen, was da passiert. Und vielleicht bekommen wir Hilfe von USA oder Europa. Ich weiß nicht wohin oder woher. Einfach, dass wir Hilfe bekommen und jemand die Menschen unterstützt. Also am Anfang der Revolution, als die Revolution wirklich eine Revolution war, kein Bürgerkrieg. Ja. Und dann war ich in Homs, meine Stadt, und auf einmal, das sieht man auch im Film, ich habe geschlafen, bin aufgewacht und waren wir wir waren eingeschlossen. Ja. Und also ich wusste ganz am Anfang an, dass ich nach Syrien zurückfahren will, damit ich einfach drehe. Also das war immer meine Entscheidung. Also du sagst in deinem Film auch, seit der Belagerung hat eigentlich niemand mehr wirklich einen Beruf, sondern jeder hat seine eigene Aufgabe, die es zu bewältigen gibt. Und hast du darin deine Aufgabe gesehen? Meine Aufgabe war Journalist da, weil ich das, was ich machen konnte. Und was die Stadt, also wir hatten auch keinen Journalismus, die einfach das beruflich machen, die waren alle weg. Die Journalisten, die in Homs waren, waren alle wie ich, entweder Studenten oder gar nicht Journalisten, Automechaniker oder Ärzte oder was anderes. Also sie haben einfach das freiwillig gemacht, weil keine Journalisten da gab. Ja. Du hast es geschafft, rausgeschafft und bist seit 2015 in Hamburg, hast dann hier studiert und machst jetzt ein Volontariat beim NDR, worüber der Film auch produziert ist. Was kannst du zur Produktion des Ganzen sagen? Also hat es lang gedauert, gab es Schwierigkeiten? Genau, also ich habe hier das Weiterbildung an der Hamburg Media School gemacht. Und dann war ich Praktikant 3 Monate beim NDR und da habe ich mein Material vorgeschlagen. Und war am Anfang schwierig, weil ich 2 Jahre lang gedreht habe, aber es gab keine Story. Also ich hab immer kurze Beiträge gedreht. Und dann habe ich mich für das Volle beworben und mache ich jetzt das Volontariat beim NDR. Und war schwierig, weil ich nicht auch meine Geschichte erzählen wollte. Ich wollte einfach die Geschichte von der Stadt erzählen. Und ich habe immer gesagt, es gibt tausend oder hunderttausende Menschen, die noch viel schlimmer Erfahrung als ich gemacht haben. Warum soll ich jetzt meine Geschichte erzählen und sagen, guck mal, der Arme, der in Homs war, es geht mir jetzt gut und alles läuft super. Und es gibt noch Menschen, die nicht nach Deutschland kommen konnten. Die von den Menschen wollte ich was erzählen. Aber es gab keine Geschichte, es gab nur Material von Homs. Und das war am Anfang schwierig, aber am Ende... Ja, also es gab keine Geschichte außer meine Geschichte, 2 Jahre da in Homs. Wir konnten nicht in Homs, so einfach Material Homs eingeschlossen, einen Dokumentarfilm machen. Ja, du sprichst auch im Film davon, wie gefährlich das war, das Ganze zu filmen. Ja. Ist es heute nicht mehr gefährlich? Also jetzt kommt der Film raus. Bist du oder deine Familie da irgendwie bedroht durch? Also meine Familie sind alle hier. Meine Mutter, mein Bruder, Onkel sind alle in Deutschland oder irgendwo in der Welt. Saudi-Arabien oder Jordanien oder Libanon.
Und natürlich, das ist voll gefährlich, wenn ich noch Verwandten oder meine Mutter oder meine Schwester noch in Homs oder Syrien sind. Mhm. Das ist voll gefährlich. Und jetzt noch gefährlich, also egal, ob ich dann Film gemacht habe oder nicht, ist immer gefährlich, weil ich da Journalist war. Und die Al-Assad und Geheimdienst wissen das schon, natürlich, selbstverständlich. Ja. Deine Stimme wird von Tom Schilling eingesprochen. Genau. Wie seid ihr an den rangekommen oder warum habt ihr euch für ihn entschieden? Also am Anfang haben wir so nachgedacht, oder ob ich den Film spreche, aber weil ich Deutsch nicht als Muttersprachler spreche, dann kann ich nicht gut oder schön eindrucken. Deshalb war die Idee von jemand, der professionell sprechen kann. Und also mein Team, Katharina Schiele und Stefan Luhr. Katharina hat Timo geschrieben und Timo hat schnell Interesse, hat sich gemeldet und meinte, dass die Geschichte ist interessant und wollte den Film sprechen. Also die Idee war von Katharina, okay. Timo, Tom Schilling zu schreiben. Ja, passt sehr gut, finde ich. Finde ich auch. Ja, wir waren so begeistert. Sanfte Stimme. Ja, als er auch den Film gesprochen hat, mein Team und ich waren da. Und also normalerweise spricht man den Satz und sagt man gut, und dann sagen wir ein bisschen leiser oder langsamer, aber mein Team und ich, Timo Kruspitsch auch, waren einfach so begeistert, immer, oh geil, krass, dann musst du gar nicht wiederholen, mach weiter. Ja, ja. Also war echt cool, finde ich. Ja. Wie viel wurde zu dem Material dann noch hinzugefügt? Also es ist nicht viel, aber ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt ja Drohnenaufnahmen. Und also die hast du wahrscheinlich ja nicht währenddessen in diesem 2012, zwischen 2012 und 2014 gedreht, sondern das wurde im Nachhinein gedreht vom NDR dann. Ja, ein Sender vom, aus Russland. Okay. Genau, haben wir gekauft, Drohnen, und haben wir fast 4 Minuten Schnittbilder gekauft. Paar Schnittbilder haben wir gekauft, 4 Minuten. Und dann Rest habe ich gedreht. Ja, ja. Genau. Du sagst am Ende deines Films, als du dann endlich aus Homs raus bist, also quasi eigentlich das, was du die 2 Jahre dir erhofft hast, und dann ist es soweit und dann weißt du irgendwie nicht genau, was du fühlen sollst und kannst dich auch nicht wirklich freuen. Kannst du jetzt mit so ein paar Jahren Abstand sagen, was das für ein Gefühl war? Ja, kann ich sagen. Und das war auch schwierig mit meinem Team, weil ich noch viel mehr erzählen wollte. Das war vielleicht der schlimmste Moment in meinem Leben, die im Bus war. Okay. Weil ich habe 2 Jahre in Homs geträumt, dass ich einfach meine Freiheit habe und draußen gehen kann. Aber als ich das konnte, hatte ich irgendwie schlechtes Gewissen. Warum habe ich denn Recht, jetzt am Leben zu bleiben, während meine Cousins, meine beste Freunde alle gestorben sind? Und warum jetzt darf ich raus und weiterleben? Und alle sind gestorben, alles ist kaputt, die Stadt ist zerstört. Also irgendwie war gar nicht schön für mich. Also ich hätte sehr gerne, ich habe einfach nur so gedacht, warum bin ich auch nicht gestorben? Also warum bin ich am Leben jetzt? Und während alle gestorben sind. Kann man sich an sowas gewöhnen? Also an sowas wie Angst? Ja. Wird das zum Alltag? Ja. Ja, man schläft krass. Und weiß, vielleicht wenn ich jetzt schlafe, kommt jetzt Bombe oder Flugzeuge, dann stehe ich gar nicht auf. Okay. Und das ist viel passiert, also kann immer passieren. Und hat immer passiert. Ja. Das passiert, ja. Und ja, man hat immer Angst, ständig. Also irgendwie, du weißt gar nicht, wann kommt die Bombe. Also du läufst, du kochst, du duschst, du schläfst, du weißt gar nicht, wann kommt die Bombe und stirbt man. Ja, also ja. Angst war immer da. Ja. Ist ein sehr bewegender Film, finde ich. Ja, ist so. Hast du noch Projekte, neue Projekte? Was ist in Planung jetzt? Ja, ich plane noch. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber ich will ehrlich gesagt nicht was von Syrien oder Krieg oder sowas. Ich mache was in Deutschland jetzt. Ja. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Also ich habe keine Energie mehr, von Krieg oder sowas zu machen. Alles klar. Suleiman, vielen Dank. Ich danke dir.